Alles klar, machen wir hier die Höhlen, das Höhlengebirge jetzt weiter hier. Und ich, Idiot, habe vergessen nachzugucken, wie das denn mit den Dingsbums ist. Warte mal, weißt du was? Könnten eigentlich alle mal Blut saugen? Oh, der ist einfach groß. Ich glaube, der Wallner ist voll. Beim Rest muss ich nochmal nachgucken. Ist eigentlich ganz gut. Wir haben jetzt ein paar normale Seelen. Das passt super. Wir kriegen auch noch ein paar XP. Das ist super. Können jetzt sonst nichts weiter lernen. Ich glaube, wir sind auch soweit fertig. Ich werde trotzdem mit dem Blick der Geister hier nochmal rumeiern. Und ich Vollidiot habe schon wieder vergessen nachzugucken. Ach Mann, das passiert mir jedes Mal. Das passiert mir jedes Mal. Waren aber alle voll. Das bedeutet, Walner ist jetzt Level abbekommen, deswegen ist er nicht voll. Aber passt. So. Der Blick der Geister ist einfach ein Traum. Hier war gar nichts. Na gut, dann ist hier auch nichts. Yo. Liegt es daran, weil die Alain Todeskrallen hat, warum der sofort tot ist? Gut, alles klar, ich will mich nicht beschweren, lief sehr gut. Ja, wollen das aber immer noch nicht so ganz voll. Na gut, muss auch nicht sein. Von daher. Antikrankheitsserum. Und jetzt ruf. Kritischer Treffer weg. Weg. Ich glaube, die haben 100 oder 120. Bin mir nicht ganz sicher. Ich meine aber eher 100. Jo, passt. Und jetzt nach oben und wieder. Ich meine, klar, ich muss jetzt gerade Seelen sammeln, natürlich. Aber ist trotzdem nervig. Wenn man nur 2-3 Schritte gehen kann und dann kommt wieder so ein Mist. Na gut. Oh, Lebensnektar, das hat sich gelohnt. Malna hat auch den höchsten Lebensbalken. Das aber auch ohne, dass ich dem das ganze Zeug gebe. Das ist klar. Von daher, jo. So, mit den Kriegern komme ich hier mittlerweile gut aus. Klar, ich habe natürlich auch jetzt so langsam die stärksten Waffen, ja. Vampirschwert, Vampirschild, Vampirrüstung, Vampirhelm. Dem Aska fehlt noch der Vampirhelm und der Lane fehlen noch die Vampirkrallen und der Vampirhelm. Von daher ist das schon mal ganz gut. So. Jetzt mal schon mal einen Blick der Geister an. Da geht's weiter. Ja, 100 haben sie. Okay. Okay, Walner saugt an Priester. Das ist ganz cool. Das hört sich so falsch an. Walner saugt an Priester. Ist nicht so geil. Trotzdem passt das ganz gut. Ja, gefällt mir, wie es läuft. Von daher. Jo, muss ich nur gucken, ob ich das dann auch alles richtig finde. Ich glaube aber, dort sind die Dinger. Das Armband, was ich finden muss. Ich hoffe, das gibt auch ordentlich XP und so einen Scheiß, weil. Ah, so schlimm war es ja jetzt eigentlich nicht. Ich habe einfach nur lang gezogen.
Olaine erreicht Level 46, das ist ganz gut. Ich will mich jetzt auch nicht... Ah, verstehe. Ich musste erst noch einen Hebel betätigen, damit das Schloss aufgeht. Ah, stimmt, die Höhle war ja ein bisschen tricky-micky. Not bad, not bad. So, ich freue mich auf jeden Fall schon auf den zweiten Teil, den ich mit euch ja auch dann noch genießen werde. Irgendwann. In ferne Zukunft. Kommt auf jeden Fall. Von daher, alles easy. Warum gibt es hier keinen Geheimgang? Na gut. Ja, hätte ich das gewusst, hätte ich den Wal nur mindestens einmal Blut trinken lassen. Na gut, kann man nichts machen. So, hier runter, dann nach da. Dann nach links, nach oben. Nach oben oder? Links hoch oder rechts hoch? Das ist jetzt wieder die Frage. Ja gut, bei den Gegnern ist das ja alles easy peasy. Wenn ich farme, klar, natürlich, super. Aber wenn man in der Höhle ist, dann kann es nervig sein. Dann kann es wirklich nervig sein. Von da. Wieso? Och Mann, ich habe so das Gefühl, je mehr du dich beschwerst, desto mehr. Ach, ist doch scheiße. Also nicht mal einen Schalter drücken, ohne dass hier irgendwelche bösen Krieger und bösen Priester auflauern in einer dunklen Höhle. Das hört sich so falsch an. Nee, hier. Da. Da! Was? Moment, hier war doch... Ach, da, okay. Mystischen Ring, super! Yay, ich habe keine Ahnung, was der macht. Der ist mystisch. Okay. Die Elaine hat jetzt nicht gewonnen. Weil da sie ein Level-Up hat, könnte sie eigentlich mal trinken. Das hat doch, war eigentlich ganz gut gerade. Hat zumindest der Zufall hat da ganz gut mitgespielt. Dann hast du erreicht Level 46. Das ist okay. Ich weiß nicht, was es hier links gibt. Aber wenn wir schon dabei sind, komm. Wenn ich mich schon abnerven lasse, dann kann ich es auch richtig machen. Ja. Asuka kommt natürlich jetzt zu kurz. Zu den Kürzeren. Ho, ho, ho. So, ich gehe gleich nach oben. Jetzt gehe ich erstmal nach... Warte mal, war ich da nicht schon? Kam ich da nicht... Kam ich da nicht her? Irgendwie... Na, diesmal war Asuka schneller. Okay, okay. Genau, genau, von da kam ich. Da lang, dann links war ich schon, glaube ich. Da gibt's nichts. Da muss ich nach rechts. Okay, nur jetzt einfach draufhauen. Aber so langsam wird's. Ich meine, 600er Blutvorrat, das kann sich sehen lassen. Bei allen. Also so ein 500 bis 600er Bereich. Weil da natürlich nicht ganz so viel wie die Elaine, aber doch, wir könnten eigentlich langsam mit der Story so ein bisschen weitermachen. Machen wir auch. Mache ich erstmal die Höhlengebirgen hier, bevor ich jetzt mich mit Geralt anlege. Erst nochmal ein bisschen. Ich darf auch zwischendurch nicht vergessen, dass ich noch, dass ich nicht unendlich viel Seelen sammeln kann. Weil es macht halt keinen Sinn, wenn ich Seelen sammle und nur 99 bei mir haben kann. Und ja,
von daher. Was haben wir denn hier? Normale Seele 64. Das ist noch in Ordnung. Das ist noch im Rahmen des Humanen. Ich verfranz mich doch jedes Mal. Jedes fucking Mal! Ist aber ein schöner Hintergrund. Passt. Schön passend gemacht, doch. Das hat er super gemacht hier. Es nervt. Leute, es nervt. Ja, es ist nun mal so. Es nervt einfach gerade. Ja, doch, doch. So, ist hier jetzt offen. Ah, die Treppe hoch. Schon wieder falsch abgebogen. Mann, wieso passiert mir das immer wieder? Das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Du. So, hier geht's jetzt auf. Weg. 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 Super. Da kann ich mich echt nochmal auf eine schöne Farmrunde freuen. Ha. Und jetzt hier 3000 Fehler, ein Armband und ein Kristallsäbel. Super. Hat sich sogar für mich gelohnt. Ich meine, 3000er nimmt man mit, ne? Warte mal. Ich will mal oben rechts noch in der Höhle gucken. Dann habe ich auch die Höhle komplett abgegrast. Vielleicht habe ich da, ich weiß nicht ganz, ob ich da schon reingeguckt habe oder nicht. Okay, da habe ich schon geguckt, okay. Und hier gibt es nichts. Vielleicht gibt es da noch ein kleines Schätzchen. Man weiß es nicht. So. Geht's da oben vielleicht weiter? Ich hätte nicht gedacht, dass der Gang da so kurz noch doch überraschend lang ist. Sollte vielleicht nochmal den Blick der Geister zwischendurch mal aktivieren. Ne. Okay. Hat sich gegessen. Oh, diese Random Counter, die gehen mir nicht. Doch. So, rausgehen, dann bringen wir der Truller jetzt ihr Armband und dann wollen wir mal gucken, was sie uns gibt. So, und dann gehe ich in die nächste Höhle. So. Du. Ach so, da muss ich ja. Oh, wie ich solche Höhlen hasse. Das zieht sich einfach alles viel zieht sich einfach alles so krass derbe in die Länge.
glaube, dann kann ich auch gleich mal in die Gruft gehen und kann Dingsbums holen. Weil normalerweise müsste ich jetzt genug... Ah, ich habe gleich volle Seelen. Das passt eigentlich ganz gut. Lass mich raten, genau jetzt kommt kein Gegner mehr, weil ich jetzt gleich volle Seelen habe. Wer hätte es gedacht? Will mich das Ding verarschen? Komm schon, zwei Seelen. Die könnt ihr mir doch noch geben. Danke. Alter Schwede. Das wäre jetzt echt gemein gewesen. So, Asuka, mach den Lümmel mal fertig. Super. Crit, wunderbar. Und tschüss. Nee, da laufe ich jetzt hin. Komm, jetzt muss ich nach Lim wieder zu der Trulla. Die Frage ist, wer das gewesen ist. Das ist das Lagerhaus. Die war das nicht. Vielleicht hier oben irgendwo. Gucke ich einfach mal. Nee, die war das nicht. Das war eine etwas jüngere, das weiß ich. Weiß nur nicht genau welche. Die könnte das... Nee, ich meine nicht... Sucht ihr was Bestimmtes? Ein paar Informationen. Nicht viel entdeckt haben. Klatschtante. Keine Lust. Geht. Okay. Ja, die Kinder von ihr haben eine Höhle entdeckt. Und. Ja. Oh, hier sind alle ganz schön groß. Ich glaube, die war das. Ich bin mir aber nicht ganz. Doch, genau, die war das. Ja. War schon richtig. Habt ihr das Armband gefunden? Ja, hier ist es. Oh ja, das ist wahrhaftig. Diese einzigartige Form, diese schönen Farben. Hier, ihr habt eure Belohnung wirklich. Ein seltener Ring. Ich habe ihm einen Wanderer abgekauft. Er ist wirklich schön. Vampirring. Ja, wäre vielleicht ganz nützlich gewesen. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, dafür, dass ich die Höhle doch sehr stark in den Hintergrund gezogen habe. Gut. Ich werde hier nochmal speichern. Dann würde ich einfach sagen, machen wir das beim nächsten Mal. Nein, ich habe jetzt... Habe ich gespeichert oder nicht? Gut, macht ja nichts. So, Seelensteine herstellen. Normale Seelensteine alle. Die lege ich auch, die wandle ich auch gleich in starke Seelensteine um. Weil die starken Seelen möchte ich sehr ungern in Seelensteine verwandeln. Weil damit kann ich eher meinen Status buffen. Seelensteine umwandeln. Normale Seelensteine in große Seelensteine. 10 Stück. Ja, dann nehme ich das einfach nur als Zeitfüller, dass wir so ein gewisses Maß an, dass wir so auf knapp 20 Minuten kommen. Dann passt das schon. Und dann kann ich beim nächsten Mal die andere Höhle machen. Dann ist es gar nicht so tragisch. Ich kann immer nur, ja, 1, 5 oder 10 machen. Ist ein bisschen schade, dass es nicht mehr geht. Das ist halt nervig. Aber was will man machen? Ja, große Seelensteine. Jetzt habe ich... So, normale Seelensteine in große Seelensteine. Einen. Insgesamt komme ich, ja, so ein Drittel, ne? Das bedeutet zwei normale Seelensteine, auf 33 große Seelensteine komme ich. Ja, Drittel halt, ne? Das finde ich ganz cool. So. Mach ich noch einmal. Und dann haben wir es. So, und wenn ich hier nochmal abspeichern. Dank des Speicherkristalls ist das ja alles easy. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Dann mache ich die Höhle beim nächsten Mal noch und dann mache ich heute ein Aufnahmepäuschen. Schick für heute. Ich habe heute wieder einige Parts zusammengeschustert. Also bis dahin, Leute. Macht's gut. Ciao mit V. Bye, bye.